Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zu der Sendereihe Die Sprechstunde von Herrn Kurt Bauer bei der Fernsehstation FS1 Salzburg. Mein Name ist Dara Kopper und ich werde versuchen, Ihre Fragen zu der kommenden Impfung gegen Covid-19 zu beantworten. Ursprünglich hat mich die Sprechstunde in die Fernsehstation eingeladen, aber ich habe abgelehnt, weil ich Bedenken hatte, mich eventuell in einer Fernsehstation anzustecken. Noch dazu so kurz vor der kommenden Impfung. Daraufhin hat man mir geschrieben, Sie nehmen sich zu Hause selber auf, aber bitte beantworten Sie alle Fragen unserer Zuschauer und Zuschauerinnen über die kommende Impfung gegen Covid-19. Ihre erste Frage. Was ist eine Impfung? Eine Impfung gegen Viren ist kein Medikament, sondern eine Impfung gegen Viren ist entweder ein abgetöteter Virus, ein abgeschwächter Virus oder ein Teil aus dem Virus. Abgetötet, abgeschwächt oder nur ein Teil. Dadurch lernt Ihr natürliches Immunsystem diesen Virus kennen. Und falls Sie Wochen oder Monate nach der Impfung sich tatsächlich anstecken sollten, kennt Ihr natürliches Immunsystem diesen Virus bereits und kann deswegen diesen Virus nun viel besser bekämpfen. Mit anderen Worten, eine Impfung ist keine Chemie, sondern eine Unterrichtsstunde, eine Trainingsstunde für Ihr natürliches Immunsystem. Ihre zweite Frage. Wird die kommende Impfung nicht meine Erbsubstanz verändern? Wird die kommende Impfung nicht in meine Gene eingebaut werden? Eigentlich ist es nicht eine kommende Impfung, eigentlich sind es zwei kommende Impfungen und beide bestehen nicht aus Erbsubstanz. Ihre Erbsubstanz, Ihre Gene, auch Ihr Genom genannt, besteht aus DNA, auch DNS genannt. Die beiden kommenden Impfungen bestehen aus mRNA, auch mRNS genannt. mRNA ist keine Erbsubstanz. Diese mRNA ist zu diesem Virus gehörig, dadurch kann sie als Impfung dienen. Sie wird aber nicht von Viren gewonnen, sondern künstlich hergestellt. Aber, wie erwähnt, mRNA ist keine Erbsubstanz, sondern mRNA ist ein Botenstoff. Noch dazu ein Botenstoff aus einer Klasse, die in menschlichen Zellen immer aus dem Zellkern hinaus transportiert wird. Und der Zellkern ist, wo Ihre Erbsubstanz, Ihre Gene, Ihr Genom geschützt gelagert liegt. Das heißt, die beiden kommenden Impfungen werden mit Ihrer Erbsubstanz nicht in Berührung kommen. Ihre nächste Frage. Ist die schnelle Entwicklung des Impfstoffs nicht fraglich? Das ist eine gute Frage, denn normalerweise gibt es die präklinische Entwicklung auf dem Labortisch mit Zellkulturen oder Tierversuchen, danach die klinische Phase 1, Phase 2 und Phase 3. Und das Ganze dauert vereinfacht 6 bis 8 Jahre. Dieses Mal hat es unter einem Jahr gedauert. Dafür gab es 4 Gründe. Der erste Grund. Pharmafirmen haben nicht nur medizinische Manager, sondern auch Finanzmanager. Und manchmal auch externe Finanzpartner. Und nach jedem dieser Schritte wollen diese Finanzpersonen die Ergebnisse erklärt bekommen haben
und danach diskutieren Sie, ob Sie weiterhin Geld investieren oder nicht. Und das kostet Zeit. Dieses Mal aber sprach die ganze Welt über Covid-19. Geld und Investoren waren sofort da. Der nächste Grund. Klinische Phase 1, Phase 2, Phase 3. Bei jedem dieser Schritte müssen die Pharmafirmen freiwillige Probanden und Probandinnen finden. Und das kostet Zeit. Dieses Mal aber sprach die ganze Welt über Covid-19. Freiwillige Probanden und Probandinnen waren sofort da. Der dritte Grund. Auch die Zulassungsbehörden fühlen sich diesen Schritten verpflichtet. Dieses Mal aber gab es Druck, damit ein Impfstoff schnell zugelassen wird. Von Ärzten und Ärztinnen, Krankenschwestern und Krankenpflegern, von bereits an Covid-19 erkrankten Personen und vor allem durch deren Angehörige, von Medien und so weiter. Die große Mehrheit wollte schnell einen Impfstoff. Daraufhin haben die Zulassungsbehörden gesagt, gut, dieses Mal nicht nacheinander, sondern parallel zueinander. Und das hat Zeit gespart. Das heißt, vier Gründe und drei Gründe haben mit Ihnen oder mit mir, den Personen, die später geimpft werden, gar nichts zu tun. Sondern es wurde das gemacht, was auch ansonsten immer gemacht wird, aber eben viel schneller. Bevor ich den vierten Grund erkläre, welche sind die beiden kommenden Impfstoffe? Das ist einmal die Impfung der beiden Pharmafirmen BioNTech und Pfizer, die zusammenarbeiten, und auf der anderen Seite die Impfung der Pharmafirma Moderna. Diese beiden Impfungen sind heute etwas Besonderes, denn sie sind die beiden einzigen Impfungen, die mit kompletten und abgeschlossenen Phase 3 Daten vorliegen. Die kompletten und abgeschlossenen Phase 3 Daten für die Impfung von BioNTech und Pfizer wurden am 10. Dezember 2020 ins Internet heraufgeladen. Und die kompletten und abgeschlossenen Phase 3 Daten für die Impfung von Moderna wurden am 31. Dezember 2020 ins Internet heraufgeladen. Daraufhin gab es zwei Treffen von der Europäischen Zulassungsbehörde und am 6. Januar 2021 waren beide Impfstoffe zugelassen. Das ist auch der Grund, warum ich diese Sendung heute aufnehme, einen Tag später, am 7. Januar 2021. Eine kurze Zusammenfassung für Sie im Voraus. Beide Impfstoffe sind sehr wirksam. Beide Impfstoffe sind hochwirksam. Beide Impfstoffe haben Nebenwirkungen, aber die sind, so glaube ich, gut zu akzeptieren. Dabei ist für mich auch mit zu berücksichtigen, eine Impfung ohne Nebenwirkungen wäre keine gute Impfung. Eine Impfung ohne Nebenwirkungen wäre keine gute Unterrichtsstunde für Ihr natürliches Immunsystem. Was haben diese beiden klinische Phase 3 Studien gemeinsam? Sie waren gut durchdacht. Beide sind randomisierte Studien, das bedeutet, es gibt zwei Gruppen und die Aufteilung der freiwilligen Probanden und Probandinnen auf die beiden Gruppen wird durch einen Computer mit Hilfe mathematischer Zufallsprinzipien erledigt und die Menschen vor Ort können diese Aufteilung nicht verfälschen. Sie sind beide kontrollierte Studien,
Das bedeutet, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe wird mit dem echten Impfstoff geimpft und die zweite Gruppe wird mit einem Scheinimpfstoff, einem Placebo-Impfstoff geimpft zur Kontrolle. Placebo kontrolliert. Und beide sind doppelblinde Studien. Das bedeutet, weder die Studienärzte, Ärztinnen vor Ort, noch die freiwilligen Probanden und Probandinnen wissen, ob ein bestimmter individueller Proband oder Probandin den echten Impfstoff oder den Scheinimpfstoff, den Placebo-Impfstoff bekommt. Also sehr gutes Design für klinische Studien. Beide Studien haben je zwei Gruppen, also insgesamt vier Gruppen, und alle vier Gruppen beinhalten sowohl Personen mit erhöhtem Risiko für Covid-19 als auch ältere Menschen in genügend hoher Anzahl. Auch das ist sehr gut. Wer war in diese beiden Studien nicht eingeschlossen? Kinder, schwangere Frauen und Personen mit einem bereits vorher abgeschwächten Immunsystem, aus welchem Grund auch immer. Kinder sind kein großes Problem, denn Kinder erkranken selten an der Krankheit Covid-19. Falls Sie aber eine schwangere Frau oder eine Person mit einem bereits vorher abgeschwächten Immunsystem sein sollten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Wie sieht er oder sie Ihre individuelle Situation? Rät er oder sie Ihnen zu der Impfung oder nicht? Und dann gibt es noch die Nachverfolgung. Die freiwilligen Probanden und Probandinnen müssen nachverfolgt werden, um die Ergebnisse an Wirksamkeit und an Nebenwirkungen zu dokumentieren. Das sogenannte mediane Follow-up. Und diese Nachverfolgung betrug 2 Monate. Das ist zu kurz. Eine zu kurze Nachverfolgung. Das ist der Schwachpunkt der beiden Studien. Und das war auch Ihre Frage, kann die schnelle Entwicklung des Impfstoffs eventuell nicht fraglich sein? Und man muss zugeben, ja, eine zu kurze Nachverfolgung. Aber bei beiden Studien dauert die Nachverfolgung an. Das heißt, eines Tages werden wir diese beiden klinischen Studien mit all ihren Vorteilen plus einer genügend langen Nachverfolgung haben. Dann wird an diesen beiden klinischen Studien nichts mehr auszusetzen sein. Aber es drängt sich natürlich die Frage auf, würden wir mit einer längeren Nachverfolgung in der Zukunft eventuell andere Ergebnisse als die heutigen Ergebnisse sehen? Diese Frage lässt sich ehrlicherweise nicht beantworten. Aber, falls ich eine Chance einschätzen müsste, wie groß ist die Chance, dass sich die heutigen Ergebnisse mit einer längeren Nachverfolgung verändern würden, schätze ich, diese Chance ist klein. Und was sind die heutigen Ergebnisse? Zuerst die Ergebnisse der Impfung von BioNTech und Pfizer. Das ist eine mRNA-Impfung. Sie wird zweimal gegeben, 21 Tage auseinander. Das war eine sehr große klinische Studie mit fast 44.000 freiwilligen Probanden und Probandinnen. Sehr lobenswert. Also pro Gruppe fast 22.000. Die Wirksamkeit. Während der 2-monatigen Nachverfolgung erkrankten 8 Personen, die mit dem echten Impfstoff geimpft waren, an Covid-19. Verglichen mit, während der 2-monatigen Nachverfolgung erkrankten 162 Personen, die mit dem Scheinimpfstoff, dem Placebo-Impfstoff geimpft waren, an Covid-19. Ich wiederhole, 8 verglichen mit 162. Das entspricht einer Wirksamkeit von 95%. Die Nebenwirkungen.
sehr leichte oder leichte Nebenwirkungen, übertrieben bei 85%, aber diese kann man, so glaube ich, weglassen. Leichte bis moderate Nebenwirkungen, die ich persönlich als nennenswert einschätzen würde, bis 7%, je nachdem, um welche Altersgruppe es sich handelte und je nachdem, ob es die erste oder zweite Impfung war. Darunter Rötung, Schwellung und leichtes Fieber. Aber diese sind gute Zeichen. Sie bedeuten, dass diese Impfung als Unterrichtsstunde für ihr natürliches Immunsystem wirkt. Keine sehr lange anhaltenden Nebenwirkungen und keine Nebenwirkungen, die bis heute völlig unbekannt wären. Also Nebenwirkungen ja, aber sie sind, so glaube ich, gut zu akzeptieren. Die Ergebnisse der Impfung von Moderna. Das ist eine mRNA-Impfung. Sie wird zweimal gegeben, 28 Tage auseinander. Das war eine sehr große klinische Studie mit fast 31.000 freiwilligen Probanden und Probandinnen. Sehr lobenswert. Also pro Gruppe über 15.000. Die Wirksamkeit. Während der zweimonatigen Nachverfolgung erkrankten 11 Personen, die mit dem echten Impfstoff geimpft waren, an Covid-19. Verglichen mit während der zweimonatigen Nachverfolgung erkrankten 185 Personen, die mit dem Scheinimpfstoff, dem Placebo-Impfstoff, geimpft waren, an Covid-19. Ich wiederhole, 11 verglichen mit 185. Das entspricht einer Wirksamkeit von 94%. Die Nebenwirkungen. Sehr leichte bis leichte Nebenwirkungen, übertrieben bis 85%. Aber diese kann man, so glaube ich, weglassen. Leichte bis moderate Nebenwirkungen bis 16%, je nachdem, um welche Altersgruppe es sich handelte und je nachdem, ob es die erste oder zweite Impfung war. Darunter Rötung, Schwellung und leichtes Fieber. Aber das sind gute Anzeichen. Sie bedeuten, dass diese Impfung als Unterrichtsstunde für Ihr natürliches Immunsystem wirkt. Keine sehr lange andauernden Nebenwirkungen und keine Nebenwirkungen, die bis heute völlig unbekannt wären. Also Nebenwirkungen ja, aber sie sind, so glaube ich, gut zu akzeptieren. Außerdem haben einige Länder bereits begonnen, ihre Bevölkerung mit diesen beiden Impfungen zu impfen. Dabei kam es vereinzelt, also selten, zu allergischen Reaktionen. Darum gibt es eine Regel, falls Sie eines Tages selber an der Reihe sind, geimpft zu werden, dürfen Sie nach der Impfung nicht sofort nach Hause gehen, sondern sollen 15 Minuten dort bleiben. Sogar etwas länger, falls Sie eine medizinische Vorgeschichte an Allergien haben. Und der Sinn dieser Vorkehrung ist, eine allergische Reaktion mag auf den ersten Blick zwar schrecklich klingen, aber eine allergische Reaktion mit medizinischem Personal im selben Zimmer oder im Nebenzimmer ist überhaupt nicht schrecklich. Medizinisches Personal kann allergische Reaktionen innerhalb von Sekunden komplett aufheben. Also auch das ist sehr gut. In Summe sind das hervorragende Ergebnisse in der Wirksamkeit. 94% Schutz, 95% Schutz und die Nebenwirkungen sind meiner Meinung nach gut akzeptabel. Aber ich komme noch einmal auf die Gabe zurück. Beide Impfungen müssen zweimal gegeben werden, einmal 21 Tage auseinander und einmal 28 Tage auseinander. Hier ist also ein Aspekt, falls Sie eines Tages selber an der Reihe sind, geimpft zu werden, den Sie nicht vergessen oder vernachlässigen sollten, damit Sie den vollen Impfschutz erhalten. Ihre nächste Frage.
was ist der kritischste Punkt der kommenden Impfung? Und das ist für beide Impfungen die Lieferkette. Beide verlangen nach einer tiefgekühlten Lieferkette. Die Impfung von BioNTech und Pfizer mit mindestens minus 70 Grad. Die Impfung von Moderna mit mindestens minus 20 Grad. Deswegen können wir sofort zwei Vorhersagen machen. Erstens, für Österreich und andere ähnlich entwickelte Länder sind solche Lieferketten kein Problem. Sie können sich solche Lieferketten sowohl leisten als auch und vor allem organisieren. Das Organisieren ist gar nicht so leicht. Aber mehrere Schwellenländer und die Entwicklungsländer werden diese beiden guten Impfungen alleine aus diesem Grund die Lieferkette nicht kaufen wollen, sondern sie werden eine andere Impfung kaufen wollen. Und sogar für Österreich und andere ähnlich entwickelte Länder wird die Lieferkette mit eine Rolle spielen, je nachdem, in welcher Ortschaft oder in welchem Stadtteil sie leben. Was für eine Lieferkette wurde dort aufgebaut? Das wird mitentscheiden, welche der beiden Impfungen sie bekommen. Aber das ist für mich persönlich überhaupt kein Problem. Denn beide sind hochwirksam. 94% Schutz und 95% Schutz. Das ist kaum ein Unterschied in der Wirksamkeit. Ihre nächste Frage. Muss ich die Impfung selbst bezahlen? Mehrere Zeitungen haben mittlerweile geschrieben, die Impfung soll in Österreich kostenlos sein. Jedoch wird der übliche Selbstbehalt wahrscheinlich zutreffen. Ihre nächste Frage. Wie viele Impfstoffe in der Entwicklung gibt es? Viele, fast 60. Manche sind in der präklinischen Entwicklung. Andere bereits in klinischer Phase 1, andere in Phase 2 und wiederum andere sehr weit fortgeschritten in Phase 3. Und von diesen sind mindestens 3 interessant, meiner Meinung nach. Das ist einmal die Impfung der Universität Oxford, die mit der Pharmafirma AstraZeneca zusammenarbeitet, ein russischer Impfstoff und ein chinesischer Impfstoff. Diese 3 Impfstoffe sind interessant, weil sie als Lieferkette mit normalen Kühlschränken auskommen. Jedoch sind bis heute keine abgeschlossenen und kompletten Phase 3 Daten erhältlich. Sobald diese abgeschlossenen und kompletten Phase 3 Daten erhältlich sind, werden wir sehen können, ob diese Impfstoffe oder vielleicht ein anderer Impfstoff genauso sicher und genauso wirksam ist wie die beiden Impfstoffe, die wir im Detail besprochen haben. Und falls ja, werden nicht nur Schwellenländer und Entwicklungsländer, sondern auch entwickelte Länder solche Impfstoffe kaufen wollen. Ihre nächste Frage. Kommt ein Impfstoff auf den Markt, um gleich danach wieder unwirksam zu werden, weil die Viren mutieren? Ja, das ist theoretisch möglich. Ja, Ihre Frage ist hochaktuell. Gerade Mitte Dezember 2020 wurde von England aus bekannt, dass es dort eine wichtige Mutationsvariante gegeben hat. Die Struktur des Coronavirus, dass die Krankheit Covid-19 verursacht, ist mittlerweile sehr gut bekannt. Auch die Struktur der Mutationsvariante, ich nenne sie mal Dezember 2020 England, wurde gleich entschlüsselt und die Struktur der beiden Impfungen, die wir besprochen haben, ist sowieso sehr gut bekannt. Führende theoretische Forscher und Forscherinnen und führende Kliniker und Klinikerinnen haben sich vor die Computerbildschirme gesetzt und diese 3 Strukturen miteinander abgeglichen. Und ihre Vorhersage lautet,
Die beiden Impfungen werden auch bei der Mutationsvariante Dezember 2020 England wirksam sein. Und auch wenn es eines Tages nicht so sein sollte, auch wenn eines Tages eine Mutationsvariante auftaucht, bei der diese beiden Impfungen nicht mehr wirksam sein sollten. mRNA-Impfstoffe haben technisch einen Vorteil. Sie können schnell und leicht angepasst werden. Dann wären wir also in einer Situation ähnlich wie bei der Grippe. Gegen die Grippe lassen sich ja viele Menschen jährlich impfen und jedes Jahr ist die Impfung leicht anders. Und so wäre es dann auch hier. Es gäbe jedes Jahr eine Coronavirus-Impfung und jedes Jahr wäre die Coronavirus-Impfung leicht anders. Zudem kann man Ihre Frage in einem großen Bilderrahmen betrachten. Nämlich, was haben Viren, die Menschen anstecken, in der Vergangenheit in Bezug auf Mutationen gemacht? Und sie haben hauptsächlich drei Sachen gemacht. Sie mutieren ständig hin und her. Und die meisten dieser Mutationen bewirken klinisch nichts. Und dennoch gibt es ab und zu eine Mutationsvariante, die Ärzten und Ärztinnen Kopfschmerzen zubereitet. Zum Beispiel, indem sie die Ansteckungsgefahr erhöht. Aber drittens, je mehr Monate und Jahre vergehen, sinkt die Sterblichkeit, die Mortalität einer Viruserkrankung bei Menschen. Das war in der Vergangenheit fast immer so. Und Ihre letzte Frage ist, können Sie eine hundertprozentige Garantie zu der kommenden Impfung geben? Und meine persönliche Antwort lautet natürlich nein. Sie haben die sehr guten Daten zur Wirksamkeit gehört. 94% Schutz, 95% Schutz. Eben nicht 100%. Sie haben die Nebenwirkungen gehört, die meiner Meinung nach gut akzeptabel sind. 7-16%. Eben nicht 0%. Das heißt, Sie müssen abwägen. Ich habe mir zwei Fragen gestellt. Was wird wahrscheinlich mit mir passieren, falls ich mich impfen lasse, verglichen mit, was wird wahrscheinlich mit mir passieren, falls ich mich nicht impfen lasse? Falls ich mich impfen lasse und ich habe Nebenwirkungen, muss ich diese aussetzen. Aber ich habe keine Angst mehr vor Covid-19. Keine Angst mehr vor Covid-19, eventuell mit einem schweren klinischen Verlauf und einer Behandlung auf einer Intensivstation. Und ich werde wahrscheinlich eine Bescheinigung bekommen, mit der ich leichter reisen kann, leichter gute Freunde und enge Verwandte besuchen kann. Ich muss zugeben, der Schutz vor dieser Krankheit wiegt für mich schwerer. Aber gute Freunde und enge Verwandte leichter besuchen zu können, ist für mich auch ein Argument. Falls ich mich nicht impfen lasse, habe ich sicherlich keine Nebenwirkungen, weil ich die Impfung gar nicht gehabt habe. Aber ich werde weiterhin Angst haben vor Covid-19. Sogar vor Covid-19 eventuell mit einem schweren klinischen Verlauf und einer Behandlung auf einer Intensivstation. Und ich werde ganz sicher keine Bescheinigung bekommen, mit der ich leichter reisen und gute Freunde und enge Verwandte besuchen kann. Also ich habe abgewogen und die Bilanz lautet für mich: Ich werde mich impfen lassen. Außerdem leben wir in Österreich in einem Land mit einer tollen Serviceleistung. Die Republik Österreich, der Herr Gesundheitsminister und eine österreichische Agentur, die AGES, haben zusammen die Corona-Info-Hotline eingerichtet. Die Rufnummer lautet 0800 555 621. Ich wiederhole, 0800 555 621. Innerhalb von Österreich aus, also nicht vom Ausland aus, kann man jederzeit anrufen und Fragen zu Coronaviren, zu der Krankheit Covid-19
zu den beiden kommenden Impfungen und sogar zu Impfungen, die danach in der Zukunft eventuell kommen könnten, stellen. Das finde ich toll. Und ich hoffe, damit Ihre Fragen über die kommende Impfung gegen Covid-19 beantwortet zu haben. Ich bedanke mich bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, bei der Sendereihe Die Sprechstunde und bei der Fernsehstation FS1 Salzburg. Auf Wiedersehen.